Was? Du kannst laufen? Psst, sei leise, bitte. Das war die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass mein Vater und Elizabeth den Ehevertrag unterzeichnen. Indem du so tust, als ob du wieder gelähmt bist? Es hat funktioniert. Das kannst du doch nicht machen. Alle sind furchtbar besorgt wegen dir. Du musst die Wahrheit sagen, Clara. Außerdem darfst du dein Vortanzen an der Ballettakademie nicht verpassen. Sebastian informiert schon Fräulein Linke. Ich weiß, Heidi, das habe ich bedacht. Aber das Opfer muss ich bringen, wenn es mein Vater davon abhält, eine Frau zu heiraten, die ihn nicht wirklich liebt. Und da bist du dir so sicher? Ja, Heidi. Wir müssen wissen, was Elizabeth verheimlicht. Finde heraus, was in dem blauen Umschlag ist. Das wird uns helfen, ihre wahren Pläne zu entlarven. Danach werde ich auch allen die Wahrheit sagen. Versprochen? Versprochen. Guten Morgen, mein Schatz. Es dauert noch etwas, bis die Röntgenaufnahmen gemacht werden können, von denen Dr. Beckmann gesprochen hat. Oh, Vorsicht! Was? Du kannst aufstehen? Ich... Clara? Papa, ich... Es tut mir leid, ich hatte keine Wahl. Soll das heißen, du bist gar nicht gelähmt? Du hast gelogen? Wegen Elizabeth. Ich hatte Zweifel Aber und... Seit wann kommst du nur auf solche Dummheiten? Papa, du darfst Elizabeth nicht heiraten. Schluss damit, Clara! Du bleibst auf deinem Zimmer. Ich komme wieder, wenn wir uns beide beruhigt haben. Warum bist du verärgert, Friedrich? Sag mir, was passiert ist. Clara hat uns belogen. Sie hat ihre Lähmung nur vorgetäuscht. Kannst du dir das vorstellen? Ah, du kommst gerade recht, Heidi. Wusstest du, dass Clara laufen kann? Ja. Nicht zu fassen, du wusstest es? Clara hat es nur für sie gemacht. Für mich? Ja, sie wollte sie nur beschützen. Weil Elizabeth mit ihrem Geld nämlich gar nicht im Fotografiegeschäft gewesen ist. Es tut mir leid, aber sie hat es einem Mann gegeben im Tausch gegen diesen Umschlag. Das weiß ich doch, Heidi. Wir wollten nur nichts verraten, deshalb mussten wir uns eine Geschichte ausdenken. Nichts verraten? Ich habe eine kleine Überraschung für Clara, um mich zu entschuldigen. Für die zerbrochene Vase ihrer Mutter. Ein Freund aus Amerika konnte uns die letzten Plätze organisieren für ein berühmtes Ballett. Das war das Geld für die Karten. Das müssen wir gleich Clara erzählen. Clara? Wo könnte sie sein? Ich glaube, ich weiß schon wo.